Ein wundervolles Hallo an alle Lieben da draußen. Ich freue mich wieder sehr, euch alle hier begrüßen zu dürfen. Und sehe gerade, ich bin unscharf. Aber ich habe doch die Helligkeit. Jetzt? Nee, das ist zu weit oben. Ja, okay. Wir drücken die Daumen, dass es so bleibt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, euch wieder herzlich begrüßen zu dürfen. Und danke wieder jedem Einzelnen fürs Zuschauen, für all eure lieben Kommentare. Ich freue mich da wirklich immer wahnsinnig drüber. So, dann habe ich mir gedacht, wir schauen heute einfach mal in die Karten, ob denn sich in der Liebe was tut, ob denn da irgendwie in absehbarer Zeit da wieder die Liebe auf euch zukommt. Ich finde, das ist eine Frage, wenn man gerade längere Zeit schon Single ist oder immer so hoffnungslos verliebt, ist natürlich auch die Frage, kommt da wieder die Liebe in mein Leben? Kann ich sie wieder zulassen? Oder ja, meistens liegt es nämlich auch an euch, die Liebe zuzulassen oder die Liebe willkommen zu heißen. Dann ist es auch so, man heißt die Liebe willkommen, aber irgendwie kommt keiner. Und da habe ich mir gedacht, schauen wir doch einfach mal in euer Liebesleben rein. Ich hoffe, dass ganz, ganz viele mit der Legung in Resonanz gehen können. Die Legungen sind ja fürs Kollektiv, kann, muss aber nicht für jeden zutreffen. Und wer möchte, kann sehr, sehr gerne ein privates Reading bei mir buchen und alle Infos findet ihr immer unter der Infobox. So, dann schauen wir doch jetzt einfach mal rein. Werde ich der Liebe meines Lebens begegnen? Oder kommt die Liebe meines Lebens auf mich zu? Also was tut sich da in dem Liebesbereich bei euch? So, mal schauen, was die Karten uns hier sagen. Ups, wie geht es in der Liebe? Wisst ihr, was mir gerade einfällt, weil die Dame hier rausgefallen ist? Ich sollte vielleicht dich noch rauslegen. Also, wir haben jetzt natürlich wieder eine Personenkarte hier noch mit dabei liegen. Personenkarten, ich nehme jetzt hier einfach die Frau, weil wirklich die meisten Zuschauer hier weiblich sind. Und die Karten sind dabei geschlechterneutral und wie gesagt, wandel sie einfach für dich um. Das ist, ja. Wenn es dein Gegenüber, wenn er jetzt hier liegen sollte, also beziehungsweise der, der auf dich zukommt, dann wandel diese Geschlechterkarte, also die Karte einfach um. Und das bist du als Hauptperson und wie gesagt, geschlechterneutral. Na? Okay, dann schauen wir jetzt einfach mal, was denn in der Liebe auf dich zukommt. So. Ich finde es eigentlich eine sehr schöne, interessante Legung. Ich will mal schauen, dass ich mit dem Arm nicht so weit rüberkomme, dass ich mir alles zerstöre. Die Kamera zerstöre. Nein, alles gut geschafft. So, was kommt in der Liebe auf dich zu? Was erwartet dich in der Liebe? Wie gesagt, das ist hier wirklich jetzt auch für Singles oder ja, auch wenn jemand einen Menschen fokussiert hat, ist er dann trotzdem, trotz alledem Single, mal schauen, da kann er sich natürlich auch jetzt hier mit reinnehmen, ob da vielleicht noch was anderes auf ihn zukommt. Ne? Also gut, was kommt in der Liebe auf dich zu? Manchmal neugierig. So, dann schauen wir jetzt mal, was kommt in der Liebe auf dich zu? So, dann hätte ich gerne noch drei. Thank you.
Okay. So, was kommt denn in Liebe auf dich zu? Also, meine Liebe, so wie ich das sehe, bist du hier schon eine Zeit lang Single. Eine Zeit lang Single. Und hattest hier auch in deiner Vergangenheit sollte man aufhören mit Ziehen bzw. Fragen stellen. So, aber jetzt haben wir ganz klare Aussagen. Also, so wie es aussieht, bist du schon eine Zeit lang Single und hast auch deine Beziehung ist auf jeden Fall ja auch schon beendet worden. Und bei dem einen oder anderen, also so wie es hier da liegt, ist es auch wegen einer anderen Person, dass derjenige sich für jemand anderen eben auch entschieden hat, deswegen bist du Single. Auf die Frage jetzt bezogen, was denn kommt in der Liebe auf dich zu? Du hast sie abgeschlossen, aber weißt du was, ein bisschen solltest du noch, wäre es angebracht, noch an dir zu arbeiten, dich noch ein bisschen zu befreien, nicht mal an der Vergangenheit hier festzuhalten, weil ich sehe hier ganz klar, die Liebe. Die Liebe hier aus einem fremden Haus, logischerweise, ihr wohnt nicht zusammen. Ne? Hier haben wir auch die Kommunikation mit daliegen, hier die Aktivität. Hier der kurze Weg, also der kurze Weg, es dauert nicht mehr allzu lange. Und das finde ich eine wunderschöne Aussage. Wir haben hier in der Vergangenheit liegen, du hast hier viele Tränen vergossen. Und hier scheint es auch sehr viel um Misstrauen gegangen zu sein, um Lugbetrug. Finanziell war hier ein ganz, ganz ausschlaggebender Punkt und eben diese Unehrlichkeit. Das hast du alles abgeschlossen, es ist erledigt. Hier am Haus, ich habe es hier wirklich am Haus liegen, diese Neuigkeiten, diese Person, der Mann, der auf dich zukommt, also hier wird sich was tun. Also so wie es aussieht bei dem einen oder anderen, ist hier schon eine ganz, ganz leichte Kontaktaufnahme, also was ganz Dezentes hier da. Und weil ich das hier so deutlich eben liegen habe, lasst euch nicht reinreden. Nehmen wir hier mal weg. Es hat hier niemand anderes damit was zu tun. Lasst euch nicht reinreden, die sondern wir jetzt hier gleich mal raus. Auch wenn ihr in der Vergangenheit einen Schreck, Unglück, irgendwas Unheil in der Beziehung hattet, lasst es in der Vergangenheit. Ihr kommt jetzt von der Liebe her, die ganz große Liebe kommt auf euch zu. Es ist hier aus einem fremden Haus, diese Person kommt auf euch zu. Da ist, wie gesagt, es kann sogar sein, dass hier schon Kommunikation, also es liegt mir zu nahe. Wenn nicht, dann wird es auf kurzem Weg diese Kombination hier, die Kommunikation geben, die Aktivität ist hier dann auch da. Es werden auch Treffen stattfinden und also ich finde es jetzt wunderschön. Wir haben hier am Haus, also ganz nah, dann haben wir extra nochmal den kurzen Weg, die Aktivität, die große Liebe, die Person noch mit dabei und das abgeschlossen war, ist mit der anderen Person. Und da handelt es sich hier, also wie gesagt, der hat dich da verlassen, also so wie es aussieht, wegen einer anderen Frau, Mann, je nachdem. Aber hier, es sieht wunderschön aus. Schließt mit allem ab, auch was da alles gewesen ist, ganz, ganz wichtig, immer das Abschließen. Lasst euch von niemandem reinreden. Hört immer auf euer Bauchgefühl und hört auf euer Herz. Euer Herz schlug schon, bevor ihr denken konntet. Also von daher, das Herz führt euch auf den richtigen Weg und ganz wichtig, euer Bauchgefühl. Wichtig ist auch, dass ihr als allererstes, was sofort der Bauch euch sagt, wenn ihr eine Frage stellt, was der Bauch euch sagt, darauf hört. Wartet nicht zu lange, weil innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde schaltet sich nämlich das Gehirn ein und dann entsteht da ein Gedankenkarussell, eine Gedankenachterbahnfahrt. Und dann wird es durcheinander. Also wie gesagt, das ist eine wunderschöne Legung. Also, jetzt haben wir hier zum Schluss noch eine einzige Karte gezogen und das ist
Das große Glück. Ihr habt das große Glück und die Liebe kommt auf euch zu. Es dauert nicht mehr lange. Ein bisschen Geduld noch. Wie gesagt, der ein oder andere hat ja schon ganz, ganz leicht Kommunikation. Da tut sich auf jeden Fall was. Und das große Glück zum Abschluss, da möchte ich nicht mehr drauflegen. Was Besseres kann es nicht geben. Also, ich umarme euch ganz, ganz fest, ihr Lieben. Sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.